Herzlich willkommen zu unserer Welt oder Kinderwelt. Wir sitzen heute in Samiras Kinderzimmer und neben Samira sitzt Alex, unser Freund aus Berlin. Wir hatten ja schon mal zusammen eine Torte gebacken und heute haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar möchten wir heute ein paar Apps vorstellen, die für Kinder geeignet sind. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso Apps? Also Alex hat ja einen Technikkanal, Mr. Helfer-Syndrom, und da stellt er alle 10 Tage Apps vor. Und ich finde es immer super, weil ich kenne mich damit eigentlich null aus und schaue dann immer mal bei ihm vorbei. Und da gibt es ja auch wirklich sinnvolle Sachen. Wir hatten ja auch schon ein Video über Ernährungs- oder Apps über die Ernährung und über die Gesundheit. Finde ich auch richtig klasse. Und heute haben wir uns überlegt, ein paar Apps für Kinder. Die Kleinen. Ihr findet übrigens die Download-Links in der Beschreibungsbox unter diesem Video. Genau. Und vielleicht vorneweg. Also ich bin so eine Mama, ich bin nicht dafür, dass Kinder oder ja so kleinere Kinder Smartphones oder Tablets bekommen. Aber ich finde, wir sind in so einer Zeit, da muss man sie schon so ein bisschen heranführen. Und ich finde, so ein bewusster Umgang damit ist eigentlich immer ganz gut. Vor allem, gut, Samira kennt sich sowieso schon aus. Ich glaube, die haben das automatisch irgendwie mit drin. Die sind wirklich ein Profi, ne? Ja, also so wie sie da auch mit dem Finger immer... Und kann besser mit dem Smartphone umgehen als Oma und Opa. Aber ich finde, so ein bewusster Umgang ist ganz gut. Vor allem gibt es auch viele Apps, die pädagogisch wertvoll sind. Oder einfach. Und ich kenne ein paar Apps. Du kennst ein paar Apps. Sollen wir sie gleich vorstellen? Ja. Okay, dann legen wir jetzt einfach direkt los. Unser erstes Spiel behandelt ein Thema, das viele Kinder fasziniert, und zwar Dinos. Ziel des Spiels ist es, dass man... So, hier wird es uns schon gesagt, aber ich will es euch erklären. Deswegen hören wir jetzt nicht auf die Sonne, sondern auf das, was wir hier beide machen, Samira. Ja. Was muss man machen hier? Ja, Dinosaurier suchen. Genau, man muss die Dinosaurier suchen. Man geht also von rechts nach links, versucht den Dino zu finden. Wenn man ihn findet, dann drückt man drauf und fotografiert ihn. Es gibt auch eine Audioanweisung, die sagt dann einem, wie der Dinosaurier heißt. Also man lernt noch so ein bisschen diese Tiere kennen. Vielleicht findest du noch einen. Oh ja, da sind ganz große. Sehr gut. Ich finde das Spiel ganz cool, weil die Kinder einfach hören müssen und hinhören müssen, was eben die Sonne sagt. Und dann müssen sie diese Anweisungen befolgen. Und vor allem gibt es da eben auch nicht nur dieses Suchspiel, also wo sie nach rechts und links müssen, sondern man kann dann auch so ein Puzzle draus machen. Oh, da ist er ja schon. Genau. Und wenn man jetzt alle gefunden hat, ich gehe mal raus ins Fotoalbum. Wenn man alle Dinos fotografiert hat, kann man ins Hauptmenü der App und ins Fotoalbum. Und dort kann man dann... Aus diesem, such dir mal eins aus, aus den Bildern, alles klar, dann schüttelt man das Handy und aber dann nicht wird so oft. Ein, ja, je öfter man schüttelt, desto kleiner wird das Puzzle, also desto mehr Teile bekommt das Puzzle und irgendwann wird es wirklich schwer. Deswegen schütteln wir es mal nicht zu lang und dann kann man hier eben noch ein kleines Puzzle aus, in diesem Fall 12 Teilen spielen. Sehen wir, das schaffen wir es auch noch. Ja. Okay, also das ist die erste App und wir versuchen jetzt das Bild wieder zusammenzusetzen. Nettes kleines Dino-Spiel, wie wir finden. Ja. EBA. Runter hier. Nein, in die Mitte. Ein bisschen, mal guck hier, Schatzi. Okay, magst du es vielleicht später fertig spielen? Nein, jetzt. Sagst du, geschafft. Geschafft! Weiter geht's. Die nächste App finde ich richtig klasse. Die nennt sich nämlich Mathe-Duell oder Math-Duell. Und zwar geht es darum, dass man seine Mathe-Fähigkeit ein bisschen aufbessern kann, ein bisschen üben kann. Wir haben gerade eben schon geübt, deswegen lacht der Alex. Es hat zu lange gedauert, weil wir es nicht richtig bekommen haben. Deswegen drehen wir es lieber nochmal mit leicht und Aufgabe. Ja, also auf jeden Fall kann man auswählen zwischen leicht, mittel, schwer und Experte und zwischen den einzelnen Aufgabentypen, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Das heißt, da können zum Beispiel Eltern auch einstellen und sagen, okay, für meinen Erstklässler mache ich jetzt nur die Addition, leichte Aufgaben, für den Viertklässler mache ich jetzt noch Multiplikation mit rein oder Division mit rein und so kann man sich das eben auswählen. Alex, ich würde sagen, wir machen jetzt keine Addition und Subtraktion, sondern eine Multiplikation. Das klingt okay und machen nicht und auf Experten. Nicht, mach schwer oder mittel. Mittel. Okay. Also es geht darum, wenn man die Aufgabe richtig hat, bekommt man einen Punkt. Hat man sie falsch, bekommt man einen Punkt abgezogen. Und wer als erstes 10 hat, gewinnt. Wir spielen aber nur bis 5. Okay, komm. Okay, los geht's. Starten wir. 3, 2, 1. Los! Los! Mama, 12, 2, 9, 12,
Wir haben gesagt, wir zählt nicht mehr. Okay, und wir mögen das Spiel einfach, weil, ja, da muss man so schnell drücken. Ja, das geht nur noch schnell drücken. Weil wenn der eine schon mal richtig gedrückt hat, kann der andere nicht. Weg, ja, kannst du keinen Punkt mehr bekommen. Und wir finden halt, dass man so spielerisch ein bisschen seine Mathefähigkeiten trainieren kann. Und es macht Kindern wahrscheinlich mehr Spaß, ja, als trocken zu rechnen. So kann man mit Freunden ein bisschen spielerisch üben. Oder mal gegen Papa oder Mama antreten. Wir machen weiter mit dem Spiel Minion Rush. Minions sind ja den meisten Kindern ein Begriff. Samira, was muss man denn in dem Spiel machen? Rennen. Genau, es ist ein Jump-and-Run-Spiel sozusagen mit einer kleinen Story. Man ist in einer Marmeladenfabrik und so weiter und so fort. Aber es geht, wie gesagt, darum zu laufen. Samira, ich gebe dir gleich das Handy und du rennst durchs Level. Wir drücken hier drauf und dann auf Spielen. So, jetzt lädt es hier gleich. Und dann geht es eben darum, die Goldmünzen einzusammeln und nicht gegen die Hindernisse zu düsen. Wir müssen die Banane einfangen. Die Banane? Ah ja, ich habe Goldmünzen gesagt. Seht ihr, die Kinder wissen es alle selber. Ich sag, Goldmünzen sind Bananen. Erklär mal dem Alex, wieso Bananen? Wenn Bananen. So, jetzt hier ausweichen, genau. Die Minions lieben doch Bananen. Und jetzt nach links ins Katapult, sehr gut. Und springen. Ah, ein bisschen zu kurz. Schade. Aber ich denke, ihr versteht, wie es geht. Es ist ein lustiges, spaßiges Spiel und ihr müsst die Bananen sammeln und nicht die Münzen. Viele Kinder sind ja keine großen Fans von Zähneputzen. Samira, putzt ihr gerne die Zähne? Okay, sehr gut. Wir haben hier ein vorbildliches Exemplarkind. Wir haben eine App, mit der das Zähneputzen für Kinder ein bisschen mehr Spaß macht. Und zwar hat man hier einen Cowboy und eine Fee zur Auswahl. Samira, mit wem willst du die Zähne putzen? Okay, wir nehmen die Fee, drück drauf. Zack, bumm. Und die Fee spricht doch mit einem. Man kann sich erklären lassen, wie man Zähne putzt, aber das weiß Samira schon. Also drücken auf den blauen Knopf, wo jetzt Putzen steht. So, und jetzt geht es darum, dass man die ganzen Monster, die man im Mund hat, also die ganzen Bakterien rausbekommt. Also Samira, putz mal kräftig. Muss da kräftig schrubben, damit eben die Monster aus dem Mund verschwinden. Jetzt sind sie weg. Und dann zeigt einem die App an, an welcher Stelle man als nächstes putzen soll. Jetzt geht es also auf die andere Seite, da die Monster wegmachen. Und das wirklich Spannende ist, dass die App mit der Kamera schaut, ob das Kind auch wirklich putzt. Und wenn jetzt Samira aufhören würde mit Zähneputzen, dann würde die App das merken und sagen, hey, du musst doch die Monster weiter bekämpfen. Samira, putz mal nicht. Sondern jetzt schauen wir mal, ob die App das merkt, weil sie, ah ja, du musst besser putzen, sagt sie, weil du aufgehört hast. Und jetzt schrubb. Sehr gut. Und diese Daten, die werden eben nur verwendet, dass man hier dem Kind sagt, es soll weiter putzen. Also, man ist so ein bisschen motiviert zu putzen, die Monster zu beseitigen und es macht ein bisschen Spaß. Oder Samira? Putz. Sehr gut. Die letzte App kennt Samira bereits, und zwar ist es die Poo-App. Da hat Samira so ein virtuelles Haustier und kann das füttern, muss es pflegen, damit es gesund bleibt, muss Aktivitäten damit machen, also spielen, damit es Spaß hat, und das Tier muss sich auch ausruhen. Das muss ich tatsächlich ausruhen, sonst kann es zum Beispiel keinen Sport hier machen in der App. So, gefüttert ist es gut, es ist absolut voll und es wird auch immer dicker während dem Dreh hier. Wir sagen mal, dass wir spielen wollen, Samira, oder? Geh mal auf die Spielhalle. Genau, geh mal spielen, Samira. Ja, so, hier raus und zack. Ach, da war's. So, Spiele, sehr gut. Und such dir mal was aus. Ja, alles klar. Da noch spielen. Okay, hier geht es darum, dass man das traurige Poo-Tier finden muss. Und dann drückt man es an und dann wird es glücklich. Such mal, wo das Traurige ist. Wer schaut traurig? Beim Traurigen geht der Mund so runter. Wer schaut traurig? Genau, da wo die Mundwinkel nach unten sind. Immer der in der Mitte. Schau mal, ich helfe dir mal ein bisschen. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Spiele. Man kann langsam spielen. Ein bisschen langsamer. Schau mal, der ist traurig. Der oben, sehr gut. Und so viele Spiele, da gibt es viele Spiele, 20 zur Auswahl oder so. Und es ist ein netter kleiner Zeitvertreib, ist abwechslungsreich. Und man kann eben hier so ein bisschen verantwortungsvollen Umgang lernen, ohne ein echtes Tier haben zu müssen. Genau, ich möchte kein echtes Tier zu Hause. Das waren jetzt 5 Apps, die wir uns ausgesucht haben. Ihr könnt uns ja mal einfach in die Kommentare schreiben, welche davon euch am besten gefallen hat. Samira, was ist deine Lieblings-App? Die Zahnputz-App oder? Ach, alle. Okay. Meine Lieblings-App war auf jeden Fall die Mathe-App. Die hat am meisten Spaß gemacht für uns, ja. Muss ich mit Morad jetzt demnächst auch wieder machen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr uns auch gerne schreiben, falls ihr noch andere Apps für Kinder kennt, welche toll sind, dann schaue ich die mir nämlich auch mal ganz gerne an. Und Alex, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne, hat super Spaß gemacht. Sehr gerne. Sehr gerne. War richtig cool, ne, mit dem Alex?
Und wenn ihr die Apps über Ernährung und Gesundheit noch anschauen wollt, verlinken wir euch das Video auch unten in der Infobox auf Alex' Kanal bei Mr. Helfer Syndrom. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Leute.